Servus, meine Leute, ich bin's Nobody von den etwas anderen Nerds. Heute machen wir mal so ein Special-Ding. Wir haben mit einigen anderen YouTubern so ein Ding, so Kalender, Weihnachtskalender. Und wir promoten unsere Lieblingsfilme. Und ich bin heute da mit meinem Lieblingsfilm. Ich nehme Fight Club mit Brad Pitt und Edward Norton und so weiter. So, ja, wie gesagt, mein Film ist Fight Club. Ich fand den einfach geil. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen so von dem Film. Der ist von 1999 und da lebt einer an Schlaflosigkeit, leider der Hauptdarsteller, glaube ich. Ja, der ist so, wo wir den Namen die ganze Zeit nicht über den Film eigentlich wissen. Und er befindet sich auf einer Dienstreise und lernt in diesem Flug auch den quirligen, etwas kranken Schauspieler Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt, kennen. So. Ja, also er lernt ihn kennen und dann irgendwie nach den Dies, das landen sie und der Hauptdarsteller, ja, der Antagonist, der fährt nach Hause und nach einer, sagen wir mal, nach einer Explosion, die seine Wohnung zerstört, wendet er sich auch direkt wieder an diesen Tyler, um eine Schlafgelegenheit zu suchen. Ja, und der schräge, also die schräge Gestalt verlangt doch jeglich eine Sache, dass er sich mit ihm prügelt. So, ja, also die Prügelei, die sie da beide haben, die ist auch ziemlich freundschaftlich und auch führt auch dazu, dass die eine sehr enge Beziehung zueinander haben und ja, na jedenfalls in einer, sagen wir mal, herunterkommenden Stadtvilla kämpfen die beiden da und machen sich da ja schöne Abende. Sagen wir mal, und für den ultimativen Nervenkitzel nehmen die immer auch immer mehr Männer auf, für diese Kampfabenden, und dann gründen sie eigentlich den Fight Club. Ja, also Tyler, der gespielt wird von Brad Pitt, beginnt dann eine Affäre mit Marla, einer Freundin von den Hauptdarsteller, gespielt von Edward Norton, und er bittet trotzdem nur eine Sache, die der Edward Norton niemals tun soll, er soll nicht über die Freundin reden. Ganz komisch, keine Ahnung. Jedenfalls der, sagen wir mal, Protagonist und Tyler verfolgen jedoch schon bald eine kleine gemeinsame Ziele. Und Tyler stellt sich mit einer ausgewählten Gruppe von Mitgliedern des Fight Clubs gegen eine bestehende, sagen wir mal, Ordnung. Ja, die wollen Revolutionen ausführen. Ja, um die Forderung, also der Anarchie zu verwirklichen, hat er im ganzen Land, dieser Tyler, hat er im ganzen Land Fight Clubs gegründet. Und da der Protagonist, also Edward Norton, in der Entwicklung des Fight Club nicht gut heißt, ja, also irgendwann sagt er sich, nee, das ist ein bisschen doch zu krank, will er den verschwundenen Tyler finden, der weg war und Ja, gut, also er will den verschwundenen Tyler finden und er leidet in der Zeit unter heftigen Schlafstörungen und Erinnerungslücken, also ist immer irgendwas weg. Und außerdem halten alle anderen ihn eigentlich für den Tyler, aber irgendwann sagt er sich zweifelnd, ey, das geht doch gar nicht und dies. Und dann fängt er an, doch mit Marla zu reden über Tyler. Und dadurch eskaliert so diese Situation und er trifft plötzlich auf das chaotische Anarchist, auf die chaotischen Anarchisten und sieht eigentlich diesen Plan. Und dieser erklärt, dass der Protagonist, also dass der Hauptdarsteller Edward Norton, also sehr viele verschiedene Persönlichkeiten hat und darunter auch leidet. Und Tyler ist halt nicht real, Tyler ist halt ein Teil von ihm und seiner Persönlichkeitsstörung, nennen wir das mal so, eine abgespaltete Persönlichkeit von seinem Charakter. Also, als der Protagonist glaubte, sich aufgrund des Fight Clubs besser zu fühlen und gesund schlafen zu können, hat er eigentlich als Tyler agiert. Und später erklären sie auch die Erinnerungslücken in dem Film. Mit Marla hatte er selbst eine Affäre, also nicht irgendjemand anders, und besuchte sie aber auch stets nur als anderes Ich, also als Tyler, und der mit dem Zwischenmenschlichen umgehen konnte. Er war eher so ein zurückgezogene Person. Und ja, statt ihn zu schlagen, hat der Protagonist stets halt nur sich selbst verprügelt, und das sieht man nachher auch in dem ganzen Film, am Ende des Films, und Edward Norton entschließt sich halt dann,
sein abgespaltetes Sich zu töten. Und die scheint auch zu gelingen. Er schießt sich selbst in den Kopf. Danach sieht man nur, wie Tyler tot zu Boden fällt und der Hauptdarsteller eigentlich noch lebt, Edward Norton. Und das war's eigentlich. Ganz kranker Film. Für mich ist es einer der besten Filme ever, weil man die ganze Zeit diese Spannung hat, dieses Spiel zwischen Brad Pitt und Edward Norton. Und Brad Pitt spielt verdammt gut diese Rolle. Also es gibt no homo, aber es gibt wohl kaum eine der sexiesten Szenen von Mans, wie er mit der Kippe blutverströmt da an der Tür steht und voller Muskeln ist. Also Respekt. Der ganze Film ist von vorne bis hinten einfach geil aufgebaut und wie er dann am Ende alles klärt, dass man sieht, wie der Edward Norton sich selbst geprügelt hat, selbst verprügelt hat, wie er eigentlich alles gemacht hat. Und das ist schon krass, wenn man so eine multiple Persönlichkeitsstörung hat. Und das ist schon heftig, was das auslösen kann. Also für mich ist es ein sehr, sehr guter Film. Kriegt auf jeden Fall von mir eine knackige Bewertung von 8,5 von 10. Locker, weil es einfach für mich einer der Actionfilme war ever. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Ich bin's Nobody von den etwas anderen Nerds und man sieht sich. Schaltet ein, abonniert, klickt und macht alles, was andere YouTuber auch sagen. Haut rein. Jo Leute, was geht? Euer Spidey von den etwas anderen Nerds. So, und zwar haben wir sowas wie ein Weihnachtsspecial. Jetzt nochmal vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Sehr geile Idee. Also es geht darum, jeder von uns sollte ein Video machen zu seinem absoluten Favoritenfilm und den natürlich auch erläutern und vorstellen. Ich habe natürlich das Meisterwerk 7 gewählt, das ich für mich persönlich zu meinem Favorit gemacht habe. Natürlich habe ich auch mehrere Filme, die ich auch noch natürlich sehr gut und geil finde. Aber ich habe den speziell gewählt und warum das so ist, das werde ich euch natürlich jetzt erzählen. Der Film ist absolut atemberaubend und fantastisch dargestellt, auf jeden Fall. Und das ist das, was den Film natürlich in erster Linie richtig, richtig geil macht. Er hat sowohl Momente der Ruhe als auch Momente der kurzen Action und knackig verpackte Psycho-Thriller-Ereignisse, die den Film megamäßig geil wirken lassen. Dann kommt noch hinzu, dass es einfach nur fantastische Darsteller sind. Zum einen haben wir Brad Pitt, zum anderen haben wir Morgan Freeman und dann haben wir noch den fantastischen Antagonist und der wird verkörpert von Kevin Spacey. Jedenfalls jetzt genug mit dem Geschwafel und jetzt werde ich mal euch einen kurzen Einblick in den Film geben und euch mal ganz kurz erzählen, was so abgeht und wie die Handlungsstränge sind. Der kurz vor der Pension stehende Somerset alias Morgan Freeman und sein Partner Mills, Brad Pitt, sind auf einer rasanten Jagd nach einem Serienkiller, der sowas von krass von den 7 Todsünden besessen ist. Der Täter ist so krass unterwegs, dass er ihnen immer einen Schritt voraus ist. Alles lässt darauf deuten, dass der Typ halt extrem überdurchschnittlich intelligent ist und extrem grausam ist, der die Ermittler Somerset und Mills so dermaßen im Dunkel tappen lässt und sie mit komischen, subtilen Hinweisen jedes Mal irgendwie an die Tatorte lenkt und eiskalt einfach mal komplett skurril unterwegs ist. Das Beunruhigende an der ganzen Geschichte ist noch, dass du einen Täter hast, der hier auf der einen Seite total psychisch bekloppt ist, aber auf der anderen Seite extrem intelligent ist und das natürlich für sich nutzt. Und genau dieser Aspekt und das Ganze verpackt mit einer geilen Handlung, mit einem richtig mega geilen Twist, wer den Film noch nicht gesehen hat. Es gibt immer Menschen, die Filme noch nicht gesehen haben. Genau jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch den Film einfach reinzuhauen. Und er wird euch auf jeden Fall positiv überraschen. Also ich habe den Film ja tatsächlich damals erst sehr spät gesehen, weil in der Zeit, als er rausgekommen ist, das war 1995 und da war ich ja noch eigentlich fast ein Baby, mehr oder weniger. Und da habe ich den Film noch nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, so ungefähr 2006 oder so oder 2007 habe ich mir, glaube ich, den Film das erste Mal angeguckt und war positiv überrascht über die Darbietung und das Ganze. Das war einfach nur grandios. Schauspielerische Leistung von Morgan Freeman und von Brad Pitt und Kevin Spacey war wieder komplett on point. Also ich kann von dem Film eigentlich nur schwärmen. Ich kann eigentlich nichts Negatives über den Film sagen. Das Einzige, was meine Frau gesagt hat, am Anfang ist der Film ziemlich fade,
ziemlich, es dauert ganz kurz, bis er in die Gänge kommt, aber wenn der am Rollen ist, dann rennt der. Dann ist er mega geil, mega spannend und richtig cool. Also wirklich alleine das Zusammenspiel zwischen Morgan Freeman und Brad Pitt, also zwischen Somerset und Mills. Er ist halt auch am Anfang so ein ganz arroganter, junger Detective, der sich irgendwie beweisen will. Auf der anderen Seite hast du den gealterten Somerset, der schon fast in der Pension ist und der sich schon freut, in die Pension zu gehen, der aber leider noch an dem Fall hängt. Und wie gesagt, das Zusammenspiel zwischen Mills und Somerset ist echt geil, weil am Anfang sind sie nicht so die besten Freunde. Weil Somerset ist so ein bisschen von ihm genervt, weil er halt so arrogant ist. Und denkt, dass er hier voller Energie strotzt und an den Fall gehen will. Aber Somerset ist so ein alter Haudegen, der natürlich sagt und ihn direkt sofort in die Schranken weist. Was ja auch natürlich klar ist, so als Mentor. Ich meine, Mills sollte, er ist ja der Nachfolger von ihm. Ja, und das sind halt natürlich so Sachen, die ziemlich nice sind. Nee, also wirklich, das gehört dazu und das ist ziemlich nice umgesetzt auf jeden Fall. Was natürlich auch geil ist, man sieht Gwyneth Paltrow, und das ist die, die zum Beispiel auch bei Marvel zu sehen ist. Zwar spielt, verkörpert sie dort Pepper Potts, die Frau von Iron Man Legende, Robert Downey Jr. Auf der anderen Seite haben wir den fantastischen Antagonist John Doe, der verkörpert wird von Kevin Spacey. Und das macht er wirklich genial, das müsst ihr euch anschauen. Also, wie er den spielt, das hat Kevin Spacey im Blut und das hat er einfach drauf und das ist einfach so. Also die Darstellung der Protagonisten und Antagonisten ist einfach nur genialstens umgesetzt. Und man sieht halt wirklich, dass in dem Film wirklich viel Liebe geflossen ist. Und vor allem, was geil ist, ist einfach letztendlich die Handlung, die sowas von spannend dargestellt ist, dass man in seinem Stuhl sitzt und da drin kleben bleibt und sich den Film von vorne bis hinten anguckt. Es ist ein Film, der am Anfang wirklich kurz seine Zeit braucht, aber wenn er die Zeit bekommen hat, Leute, dann ist der Film einfach nur magnetisch. Er ballert euch in den Sitz und ihr guckt euch den Film permanent die ganze Zeit an. Also ich finde persönlich war 7 für mich oder ist für mich ein Meisterwerk. Ein gut gealteter, geiler Film, der einfach nur fantastisch funktioniert und einen geilen Handlungsstrang vorweist. Und das ist natürlich heute auch immer sehr schwer zu finden, ein Film, der einen guten Handlungsstrang hat, der auch noch optisch geil aussieht und sehr düster und richtig mega dargestellt ist. Und dass du auch natürlich noch fungierende Hauptdarsteller hast, die es einfach nur drauf haben. Und das haben sie einfach. Und genau das macht den Film einfach so perfekt. Und Leute, wie gesagt, schaut ihn euch an. Ich denke, er wird euch auf jeden Fall positiv überraschen. Und wie gesagt, ich werde nichts verraten. Der Film hat einen geilen Twist. Was heißt einen geilen Twist? Ja, doch schon ein geiler Twist eigentlich. Und wie gesagt, knallt ihn euch rein, guckt ihn euch an und dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch von dem Film so ein bisschen überzeugen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass wir bei dem Projekt dabei sein dürfen. Das ist richtig nice und richtig cool, was hier auf die Beine gestellt wurde und richtig cool. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Bleibt gesund und vor allem bleibt nett zueinander. Wenn ihr kommentiert oder argumentiert, dann bitte immer mit Respekt, weil alles andere ist unnötig. Dann wünsche ich euch mal noch viel Spaß. Euer Spidey von den etwas anderen Nerds. Tschüss! So ihr Lieben, ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.